Hi, grüß dich. In dem Video geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Für mich eines der allerwichtigsten Themen der Persönlichkeitsentwicklung und somit auch für den Erfolg, und zwar das Thema Mindset. Was das Mindset genau ist, wie man sein Mindset optimieren kann, werden wir in dem Video klären. Und ich habe für mich selber extrem viel an meinem eigenen Mindset gearbeitet die letzten Jahre mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Und aktuell habe ich es sogar geschafft, dass ich ein Gladiatoren-Mindset integriert habe, was wiederum an meine Ergebnisse zeigt. Ich bin zwar ein Fan von Mindset, aber ich bin kein Mindset-Trainer und deswegen habe ich mir heute für das Video prominente Unterstützung geholt, und zwar von der Mentaltrainerin Pamina. Hallo Anselm, danke schön für deine Einladung, ich freue mich sehr. Heute geht es ums Mindset und ich möchte gleich ein bisschen tiefer einsteigen, wie unser Mindset aufgebaut ist, wie unser Gehirn funktioniert und wie vor allem unser Mindset unser Verhalten bestimmt. Das, was wir jeden Tag aktiv tun oder eben auch nicht tun. Mindset bedeutet letztendlich übersetzt Überzeugung. Die innere Einstellung, die innere Haltung, das, wovon wir überzeugt sind in unserem Leben. Und wir Menschen, wir handeln immer danach, wovon wir überzeugt sind. Wenn wir von etwas nicht überzeugt sind, dann finden wir Gründe, finden wir Ausreden, etwas nicht zu tun, warum etwas nicht geht, warum wir etwas nicht anfangen oder eben früher beenden und unsere Ziele nicht erreichen. Unser Mindset, wie der Name schon sagt, fängt in unserem Gehirn an. Und unser Gehirn ist aufgebaut in zwei verschiedene Grundfunktionen. Und zwar einmal ist es 5% findet in unserem Bewusstsein statt. Das, was wir ganz aktiv steuern können, worüber wir bewusst nachdenken können, das, was wir bewusst in unserem Leben gestalten. 95% hängt und liegt in unserem Unterbewusstsein. Das ist alles, was wir angelernt haben. Das sind unsere Gewohnheiten. Das sind alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, die sind dort abgespeichert. Unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere Einstellungen. Und diese 95% steuern unser Verhalten, steuern unser Leben. Wie wird diese 95%, wie wird es aufgebaut? Wenn wir etwas das allererste Mal tun oder denken, dann entsteht hier, ich habe hier schon mal so einen kleinen Trampelpfad gemacht, zwischen zwei Synapsen eine ganz kleine Verbindung. Jetzt stellt euch mal vor, eure erste Fahrstunde. Erinnerst du dich noch dran? Deine erste Fahrstunde? Katastrophe. Genau, das heißt, alles, was wir in dieser ersten Fahrstunde machen, war in unserem 5% Bewusstsein. Ich fand es mörderanstrengend. Schalten, blicken, Spiegel, rechts einmal Verkehrsteilnehmer, Bremsen, Gas, Kupplung. Ich war fertig. Nach einer Stunde war ich absolut nassgeschwitzt und durch, weil nichts abgespeichert war. Es war kein Reflex, es war keine Gewohnheit, sondern mein Gehirn musste diese gesamte Leistung in diesem 5% Bewusstsein machen. In dieser Fahrstunde ist etwas passiert. Es ist ein kleiner Trampelpfad geworden. Und wenn man etwas wiederholt und täglich macht, dann wird aus diesem Trampelpfad, der wird immer dicker wie ein Muskel, trainiert er sich. Und irgendwann ist es eine richtige Autobahn. Eine Datenautobahn. Und ab einer gewissen Dicke rutscht aus diesen 5% rutscht das, was wir tun und denken, in die 95% und es ist zur Gewohnheit. Heute, wenn ich Auto fahre, muss ich nicht einmal mehr drüber nachdenken. Ich fahre Auto, ich komme ans Ziel und ich habe es nicht mitbekommen, wie oft ich gebremst habe, wie oft ich geschaltet habe, was ich getan habe, weil es hier abgespeichert wurde. In unserem Gehirn finden unsere Gedanken statt. Das heißt, das, was wir denken, jeder Gedanke, führt zu einer Einstellung und zu einer Überzeugung. Wenn ich zum Beispiel gelernt habe als Kind, etwas, was ich wiederholt habe, was über viele Jahre, 365 Tage im Jahr, eine Datenautobahn geworden ist und meine Überzeugung ist, das schaffe ich eh nicht. Das ist alles unglaublich schwer. Die anderen können das eh alle besser.
dann ist das eine Gewohnheit. Das heißt, unser Gehirn nutzt diese Einstellung, diese Art zu denken, gewohnheitsmäßig. Und jede unserer Einstellungen, jede unserer Überzeugungen steuert eine Emotion in uns. Entweder positiv oder negativ. Diese Emotion, dieses Gefühl, was ein Gedanke, was unsere Einstellungen in uns auslösen, steuert unsere Motivation oder Demotivation. Unsere Motivation steuert unser Verhalten, das, was wir ganz konkret tun oder nicht tun. Und das, so wie wir uns verhalten, das, was wir tun, ganz konkret in unserem Leben, das steuert das Ergebnis, das steuert unsere Wirkung, das, wie unser Leben aussieht. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen, wir wollen etwas anders haben, wir wollen im Network Marketing so richtig durchstarten, wir wollen richtig erfolgreich sein und Gas geben und das Leben unserer Träume erreichen, dann kann man sich ja sagen, klar, muss ich einfach mein Verhalten verändern. Starte ich jetzt mit Network Marketing, mache alles, was man mir irgendwie so sagt. Dann ist es aber ganz wichtig, wenn hier oben meine Einstellung nicht stimmt, wenn ich denke, das ist eh so schwer, oder ich habe gehört, meine Überzeugung oder meine Einstellung zum Network Marketing ist eher negativ, oder gehe ich den anderen auf die Nerven, dann muss ich was verkaufen, ich kann eh nicht gut verkaufen. Dann steuert diese Einstellung, diese Überzeugung mein Verhalten und ich werde über kurz oder lang, wahrscheinlich eher über kurz, aufhören. Ich werde Gründe finden, ich werde Ausreden finden, warum es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum ich vielleicht doch nicht so gut sein werde. Und das Ergebnis wird sein, dass ich es einfach lasse, dass ich nicht erfolgreich werde. Und dann bestätigt mein Ergebnis sozusagen meine Einstellung. Ich sage mir, habe ich es ja eh gesagt, das ist nichts für mich. Das Gute daran ist, dass diese Einstellungen und Überzeugungen, wie ich das in der vorherigen Folie, Flipchart-Folie erklärt habe, angelernt sind, antrainiert sind. Das ist nicht die Realität. Das heißt, ich kann anfangen, mein Mindset zu trainieren und so aufzustellen, dass mein Mindset das Ergebnis bringt, was ich mir wünsche. Zum Beispiel, wenn ich hier auf der Seite, der positiven Seite, denken würde, ich schaffe alles, ich kann alles erreichen, was ich zutiefst will. Ich liebe es, Menschen in ihren eigenen Erfolg zu bringen. Network Marketing ist die beste Gelegenheit für alle Menschen. Es ist die Chance, die die Welt braucht. Das heißt, wenn ich das verinnerlicht habe, dass eine Datenautobahn in mir ist, dann fällt es mir ganz leicht, mich so zu verhalten. Dann ist meine Motivation da, dann spüre ich das in mir. Und mein Ergebnis wird automatisch sein, dass ich erfolgreich bin, dass ich Menschen inspiriere, dass ich Menschen motiviere und jeder zu mir kommt und sagt, boah, wie machst du das? Das möchte ich auch. Das bedeutet, Mindset heißt, überprüfe deine eigene Einstellung zum Erfolg. Wie denke ich über Erfolg? Wie denke ich über Geld? Wie denke ich über Network Marketing? Wie denke ich über mich und wie leicht darf es in meinem Leben sein? Ja, mega, Pavina. Es war sehr, sehr gut erklärt, leicht verständlich erklärt und ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen zum Bereich Network Marketing. Wie kannst du jetzt dein Mindset transformieren? Und zwar, indem du dir Fachliteratur hast zu der ganzen Thematik, die Go heute, GoPro heute, das Geschäft des 21. Jahrhunderts, liest dir ein paar Sachen rein, damit du die hundertprozentige Gewissheit hast, dass eben kein Schneeballsystem ist. Dass ich da nicht leid auf die Nerven gehen muss, dass es seriös ist, dass es cool ist, zeitgemäß ist und dass wirklich das Geschäft des 21. Jahrhunderts ist. Und ich möchte euch einen Zusatztipp nur geben, wie es ich gemacht habe. Das ist ein bisschen scary, aber ich kann es in der elitären Runde kurz einmal verraten. Und zwar habe ich immer ein Thema gehabt, vor mehreren Leuten reden oder auch sowas, was wir gerade machen, in Kamera sprechen oder überhaupt Fotos machen. Und ich habe es heute noch ab und zu vor einem Vortrag mit mehreren Leuten da sein, wenn ich in keiner guten Energie bin. Dann arbeite ich mit Autosuggestionen, ich schaue in den Spiegel rein, wenn ich während ich in einem Auto hocke, schaue rein und sage, du bist ein begeisterter Redner, du bist ein begeisterter Redner. Und ich sage 10, 20 Mal und schaue mir dabei tief in die Augen und ich glaube, fuck, ich bin echt ein begeisterter Redner. Und das sind so kleine Sachen, weil man muss ja davon ausgehen, du hast als Kind tausende Male irgendeine Negation gehört. Das kannst du nicht, für das bist du blöd, wir sind keine Verkäufer, wir sind einfache Leute. Lieber ein Sport in der Hand, als Daumen auf dem Dach.
ja, so einfach, wenn es war, uns geht es eigentlich eh gut, wenigstens haben wir uns lieb, du bist glatt, groß, dick, dünn oder irgendwas ähnliches von der ganzen Hirnscheiße, kann man nur sagen. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, wenn du dein Mindset nachhaltig verändern möchtest, dass du mehr Referenzerlebnisse im positiven Sinn schaust. Und Pamina hat schon gesagt, es geht entweder über die Wiederholung, du brauchst sehr, sehr viel Erlebnisse, um so eine mehr Gewohnheit oder einen Glaubenssatz zu überlagern, oder über die Emotion. Und das ist auch ganz gut. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Wenn du tausendmal gehört hast, du bist jetzt blöd für das, kannst du sagen, zum Beispiel vom Spiegel, ich schaffe alles, was ich will. Und das nicht natürlich einmal, sondern vielleicht jeden Tag nach dem Aufstehen, wenn du in den Spiegel schaust. Oder wenn du an dir selber zweifelst, kannst du das gut verwenden. Und es geht aber auch über die Emotion. Habe ich auch ein Beispiel. Zum Beispiel. Aber wenn deine Eltern fragst, wie sie geheiratet haben, das ist vielleicht der 10, 15, 20, 30er her, und du fragst, wie waren das? Die wissen nur genau, welcher Sound das gespielt worden ist, wer der Prallste auf der Hochzeit war, was zum Essen gegeben hat, wer alles da gewesen ist. Und es ist ein einziges Mal hat das Ereignis stattgefunden. Aber die Emotion war so hoch, dass es gereicht hat, dass das abspeichern können haben. Und deswegen ist mein Tipp für die, arbeite mit Autosuggestionen, werde mal bewusst, was du alles geschafft hast, indem du vielleicht Zettel und Papier nimmst und schreibst mir auf, hey, was habe ich eigentlich alles erreicht? Das ist sehr, sehr gut für dein Selbstvertrauen, sehr, sehr gut, um dein Mindset noch umzufahren. Ich habe ein Quali. Ich habe dann Realschule gemacht, ich habe das gemacht, ich habe den Führerschein, die Fortbildung, ich habe Ausbildung, ich habe meine Oma geholfen, ich habe das gemacht, jenes gemacht, bin verheiratet, habe Kinder. Wenn du das mal alles aufschreibst, wirst du bemerken, dass du viel, viel mehr Sachen positiv gemacht hast, wie du jetzt glaubst. Und wenn du dir zum Beispiel auch vom Schlafvergehen aufschreibst, hey, was drei Dinge, was du an dem Tag gut gemacht hast, gehst du mit einer ganz anderen Emotion ins Bett und kannst auch wieder Referenzerlebnisse schaffen, der positiven Kategorie. Ich sage vielen, vielen Dank, Pamina. Das war mega, es war einfach Hammer. Ich hoffe, ihr habt einen Mehrwert davon und ich werde natürlich die Pamina unten im Video verlinken. Sie gibt natürlich auch Einzelcoachings und arbeitet in dem Mentalbereich. Vielleicht ist da was dabei für euch. Besucht mal ihre Seiten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und sagt es weiter, dass es euch gefallen hat. Bis bald. Ciao. Ciao.